ihr Lieben, jetzt ganz kurz. Bei Gomondo gibt es ja auch den großen Lafer. Das ist ja dieses Meisterwerk. Ihr seht auch hier Goldmedaille bei der GAD. Und in diesem Buch ist natürlich auch genau das Rezept drin. Ihr seht hier, ja, ihr wollt eigentlich sehen, wie es fertig aussieht, aber eigentlich ist ja das Tiramisu schon gegessen. So gut hat es geschmeckt. Deswegen zeige ich euch jetzt, wie man das macht. Und zwar vielleicht mal die wichtigsten Zutaten. Was braucht man alles dafür? Espresso wird gemacht. Und dann schaut man hier auf das Tablett. Wir haben Löffelbiskuit, wir haben Kakaopulver, wir haben Vanilleschote, wir haben Mascarpone, Eier, ein bisschen Mandellikör und Zitrone. Also relativ wenig Zutaten. Und jetzt machen wir das ganz schnell und ihr werdet sehen, nichts mehr einkaufen gehen, Tiramisu, sondern selber machen. Und ihr werdet auch sehen, wie wichtig da der Kaffee ist. Das ist ganz was Besonderes. Also, wir fangen an, indem wir zunächst mal hier die Eier trennen. Und zwar brauchen wir geschlagenes Eiweiß. Und Eigelb. Beides wird mit Zucker steif geschlagen. So, wir machen natürlich in eine Metallschüssel rein das Eigelb. Warum? Weil wir natürlich auf dem Wasserbad aufschlagen müssen. Und bei einer Glasschüssel wäre das jetzt nicht unbedingt vom großen Vorteil. So, das heißt, ich beginne zuerst, auch ein Tipp für euch, und zwar ich beginne zuerst mit dem Aufschlagen von Eiweiß. Und zwar Eiweiß immer ein sauberes Gefäß. Und wir geben da jetzt rein, wenn es leicht steif geschlagen ist, die Hälfte von dem Zucker. Viele machen auch rein eine Prise Salz, aber das geht mit Zucker wunderbar, also perfekt. So, das dauert ein bisschen, das kann man auch vorher gut kalt stellen, das funktioniert wunderbar. Das muss auch nicht ganz steif sein, die Creme muss also richtig schön, ja wie soll ich sagen, die Creme muss so richtig schön fluffig, schaumig sein. So, also Eiweißhammer. Jetzt gehen wir her und jetzt geben wir einfach die Eigelbe mit dem Rest des Zuckers, dann machen wir auch rein etwas abgeriebene Zitronenschale. Und jetzt ganz wichtig, Leute, aufpassen. Ich zeige das jetzt mal so richtig schön von nahen. Also wenn ich jetzt hier reibe, dann muss ich hier nur das Gelbe nehmen. Ja? Das Gelbe von der Zitrone, weil das ist das, was nicht bitter ist. Sobald das Weiße dazukommt, habe ich ein Problem. Hier sieht man das. Ja, seht ihr das hier? So muss das sein. Ja? Also einfach nur das Gelbe und auch nicht zu viel. Da reicht unbedingt so eine halbe Zitrone aus. Und jetzt bleibt mit der Kamera gleich bei mir. Guck mal, das ist eine Vanilleschote hier. Guck mal, das ist was ganz Besonderes. Die schneiden wir jetzt einfach hier auf. So. Und dann ist wichtig, ja, dann nimmt man hier dieses Mark raus. Das ist auch, man sagt, das schwarze Gold der Küche. Vanille ist das zweitteuerste Gewürz der Welt. Ist natürlich was ganz Besonderes. Und diese schwarzen Körner, die gebe ich jetzt hier rein. So. Und die Schote kann ich aufheben, da kann ich ja schöne Vanillezucker machen, indem ich sie einfach in Kristallzucker lege. Und jetzt gehe ich also her und schlage hier über Wasserdampf mein Eigelb. Schön schaumig. Ah, ich nehme da am besten, glaube ich, erstmal einen Schneebesen. Das geht in der tiefen Schüssel etwas leichter. Warum mache ich das? Das Eigelb mit dem Zucker löse ich jetzt erstmal auf. Dann hat das was mit der Hygiene zu tun. Hygiene ist natürlich bei Ei immer ganz wichtig, durch die Erhitzung natürlich ist es ein großer Vorteil und natürlich bekommt auch das Eigelb jetzt durch die Wärme eine wunderbare Bindung. Darf aber nicht zu heiß werden, weil sonst habe ich nachher Rührei. Ja, das muss ich also auf jeden Fall überlegen, wenn ich das mache. So, das ist heiß genug und jetzt nehme ich am besten wieder meinen Handmixer. Das Wasser schalten wir aus, sonst haben wir hier in der Küche eine Sauna. Und jetzt schlage ich das auf. Das ist relativ wenig Masse, deswegen würde ich sagen, tue ich mir doch noch leichter mit dem Schneebesen. So. Also das ist jetzt sozusagen schon mal diese sogenannte Zwei-Kessel-Masse. Wir haben einmal Eiweiß und wir haben einmal dieses aufgeschlagene Eigelb mit Vanille, Zitrone und Zucker. Was kommt jetzt rein? Jetzt kommt rein Mascarpone. Mascarpone, Frischkäse. Ist relativ fetthaltig, aber das macht nichts. Den tun wir jetzt hier schön reinrühren.
So, und jetzt habe ich hier, ihr seht hier so eine schöne, richtig tolle Creme. Und da muss ich jetzt nur noch eins machen, nämlich unter die Creme heben wir jetzt locker das Eiweiß drunter. So. Und dann haben wir hier einfach erstmal so, seht ihr das hier? Komm mal mit der Steadicam zu mir, komm, zeig das mal den Zuschauern hier, guck mal her, schau her. Hier, das ist eine Creme. So muss die sein, richtig schön, ja, total lecker. Die muss so samtig sein, ja. Darf natürlich keine Klumpen haben, genau so. So, schon haben wir die Grundmasse und jetzt machen wir das, was alle Leute zu Hause sicherlich schon mal gemacht haben. Man kauft sich ein paar Löffelbiskuit, man kann die auch selber machen. Man nimmt dann so eine Form und jetzt wird diese Form erstmal ausgelegt mit Löffelbiskuits. So. Okay. Jetzt schneide ich da ein paar ab, weil ich möchte die so, dass die Form komplett ausgefüllt ist. Legen wir jetzt einfach so daneben. Dann brauchen wir nochmal drei, also sechs gehen da rein. So. Okay. Und jetzt kommt das Wichtigste. Das ist das, Sebastian, vielen Dank, gell? Das ist super. Was ganz wichtig ist, ja. Also ein richtiger, ganz hier, guck mal, schaut doch mal diese Creme an hier. Ein richtiger, schöner, strong Kaffee, ja. Der muss richtig total intensiv sein. Das ist natürlich dieser wunderbare Kaffee, den es bei Gomondo gibt. Wir geben jetzt dazu ein bisschen Mandellikör. So, und jetzt brauchen wir am besten so einen Schöpfer. Erstmal tun wir mit dem Löffel das umrühren, dass es gleichmäßig vermischt ist. Und dann tun wir einfach hier jetzt mit diesem Schöpfer, seht ihr hier, so schön diesen Löffelbiskuit tränken. Richtig schön aufsaugen lassen, ja. Ich glaube, mit dem Löffel geht das besser. Jawohl. Und das ist das Geheimnis, ja. Man muss nachher diese eher, ich sag mal, neutrale Creme aufpeppen hier mit diesem wunderbaren Espresso. Und jetzt streicht man einfach die Creme darüber. Ihr seht, die hat eine wunderschöne Konsistenz. Einfach da reinstreichen. So. Und nicht zu viel. Gell? Das Thema heißt ja ziemlich hoch. Ja? Also wenn Tiramisu so fettig ist, dann zieht es einem eher runter. Und jetzt machen wir hier die Biskuits wieder drauf. Genau die andere Richtung. So. Seht ihr das? So, und da ich die Stücke nicht wegwerfen möchte, tue ich die jetzt einfach hier so rein. Weil das ist ja genauso gut. Die sind nur kleiner, macht aber nichts. Das hält nachher bestens zusammen. So, machen wir noch da ein langes rein. Da vorne noch eins und dann würde ich sagen, müsste es eigentlich genau passen. So, jetzt wieder drauf diesen Kaffee. Also man braucht schon richtig viel Tränke. Sonst wird das nichts, Leute. Sonst schmeckt das nicht. So. Okay. So. Und ihr seht, der Koch ist glücklich. Und ihr hoffentlich zu Hause auch demnächst, wenn ihr das nachmacht, weil es wirklich ein überzeugendes Rezept ist. Als Koch lobt man sich nicht selber, aber ich kann euch sagen, das ist schon etwas ganz Besonderes. So, und jetzt ist eh klar, was kommt. Die Lage Nummer 3. Jetzt hoffe ich, dass meine Biskuits reichen. So. Ein bisschen großzügiger, dass wir ein bisschen mehr Creme noch drauf kriegen. Nächstes Mal muss ich ein bisschen mehr einkaufen, Biskuits, aber ist okay. Das passt jetzt so, das kann man hier so ausfüllen. Und dann geben wir einfach oben drauf jetzt den kompletten Kaffee.
richtig schön draufgießen. Das ist einfach, da läuft einem so richtig schon jetzt das Wasser im Mund zusammen. So, und jetzt da streichen wir einfach die Form zu. Die Biskuits werden sich noch ein bisschen heben nachher. Immer schön sauber die Schüssel auskratzen. So. Und jetzt kommt das, was wichtig ist, Leute. Wir schieben jetzt diese Form in den Kühlschrank. Das muss ja schön kalt werden, weil sonst kann ich es ja nicht nachher portionieren. So. Und Johann wäre nicht Johann, wenn er nicht schon so was Schönes vorbereitet hätte. Ja, jetzt kommt, zeig es mal groß. Jetzt kommt da das drauf, was jeder kennt, nämlich Kakaopulver. Und das natürlich großzügig. Seht ihr das hier? Schön bestreuen. Bis jetzt müsste eigentlich bei euch alles klar sein, oder? Jetzt nehmen wir die Testnummer da jetzt weg. Das stelle ich jetzt hier hin. Denn ich werde jetzt für unsere Gäste natürlich auch Teller machen. Mach 4 Stück. Oder erstmal würde ich sagen, wir machen 3 Stück zum Verkosten, damit ihr mal seht, dass ich das, was ich hier erzählt habe, auch geschmacklich halten kann. Wir nehmen am besten diese Spachtel, machen die jetzt nass und versuchen jetzt hier so ein Stück rauszubekommen. So. Und lösen erstmal das rundherum. So, da muss ich es nochmal nass machen. So, und jetzt versuche ich das hier rauszuheben. Das erste Stück ist immer das Schwierigste. Aber ich glaube, Leute, schaut euch das an. Oh, wie herrlich. Herrlich. Portion Nummer 2. Und jetzt machen wir noch ein Stück, denn es wollen ja alle 3 probieren. So, jetzt ist eine Portion ein bisschen größer, also macht aber nichts. Dann habe ich noch hier so ein paar Amarena-Kirschen. Ja, die sind also hier, das ist jetzt von mir so eine Interpretation, eine Zugabe. Das sind so eingelegte Kirschen in Amarena-Likör. Kommt ja aus dem Piemont, das ist was ganz Besonderes. So, und dann habe ich noch ein bisschen frische Minze da. Das ist immer was Schönes, so was Grünes dazu. Das kann ich nur sehr empfehlen. Minze wächst ja auch sehr gut auf dem Fensterbrett. Jetzt machen wir noch ein bisschen Minze drauf. So. Ja, und dann würde ich sagen, jetzt kommt das Wichtigste, denn das müsst ihr euch für zu Hause merken. Nur das, was dem Koch selber schmeckt, darf er auch servieren. Und deswegen probiere ich jetzt mein Tiramisu und dann werde ich nochmal was sagen, wie ich das empfinde, weil ich bin immer sehr, sehr kritisch. Ja. Und normalerweise ist ein Tiramisu immer sehr süß. Das wisst ihr, ja. Aber durch diese leichte Bitternote von diesem extrem tollen Espresso mit dem Mandellikör. Schmeckt das einzigartig. Also ich kann euch nur einen Tipp geben. Kauft jetzt einen ordentlichen Kaffee. Stellt euch in die Küche und ihr werdet sehen, das Glück kann so schön sein. Viel Spaß und guten Appetit.